Die Brüder Schrammel haben etwas geschafft, was vorher noch niemand geschafft hat. Herzlich willkommen und grüß dich bei einer neuen Folge von Wienerliedwissen kompakt. Mein Name ist Patrick Rutger und ich bin seit 1994 Teil der 16er Burm und da für die Schrammelharmonika und für Gesang zuständig. In der heutigen Sendung soll es ums Schrammelquartett gehen. Das Schrammelquartett. Woher kommt der Name Schrammelquartett? Der kommt von zwei Brüdern mit dem Namen Johann und Josef Schrammel, die beide als Kinder nach Wien gekommen sind. Der Vater war gebürtiger Litschauer im Waldviertel zu Hause, war Klarinettist und kam nach Wien, weil er da bessere Chancen sah für sich und seine Kinder. Die beiden Söhne waren hochmusikalisch, durften beide klassische Violine am Konservatorium in Wien studieren, damals auf der Hochschule, haben aber von Kind auf bereits die Volksmusik eingesogen, quasi mit der Muttermilch sozusagen, und haben dann das Schrammelquartett oder die Schrammelmusik begründet. Damals hieß sie noch nicht Schrammelmusik, sondern das ist dann einfach entstanden. Warum das entstanden ist? Weil das die ersten waren, die klassische Musik mit Volksmusik verbunden haben und diese Musik, die Volksmusik, auch in den Adelskreisen, im Bürgertum salonfähig gemacht haben. Das Schrammelquartett bestand aus 4 Personen, 2 Geigen, die Brüder Schrammel. Dazu war dann noch Alois Strohmeier auf der Wiener Kontragitarre und Georg Denzer auf dem Pixiersen Hölzl, eine Klarinettenart, eine G-Klarinette, eine ganz kleine, hohe Klarinette, die aber nicht nur gespielt wurde, es wurden auch andere Klarinetten, normale Klarinetten, also eine B-Klarinette, machen wir auch eine S-Klarinette, verwendet, wie es in den Aufzeichnungen zu finden ist. Das Schrammelquartett war ja interessant, die Brüder Schrammel haben etwas geschafft, was vorher noch niemand geschafft hat, den Spagat zwischen Volkskunst, Musik für das Fußvolk, das Volk, aber auch für das Bürgertum und für den Adel zu spannen sozusagen. Sie haben sogar vom Kaiser Franz Josef gespielt und sehr, sehr oft bei Kronprinz Rudolf, der sogar selbst komponiert hat für das Schrammelquartett, für die Brüder Schrammel und die zwei anderen, Georg Denzer und Alois Strohmeier. Das Schrammelquartett war allerdings nicht nur für diese konzertante Musik bekannt, sondern damals in der Zeit auch als Begleitmusiker. Das war ein Begleitquartett, das die ganzen Volkssänger, Natursänger, Fiaker, Kunstpfeifer begleitet hat und das mit großem Erfolg, vor allem in einem berühmten Lokal, das war in Dornbach, die Güldene Waldschnepfe, das war sozusagen die Heimat der Schrammelbrüder und da waren jedes Mal auch bis zu 10, 20, machen wir 25 Fiaker oder Natursänger dabei, die gemeinsam mit den Brüdern Schrammel, mit dem Schrammelquartett musiziert haben. Also es muss großartig gewesen sein damals. Ja, um den Bogen in die heutige Zeit zu spannen, es gibt jedes Jahr in Litschau, dem Heimatort von Kaspar Schrammel, dem Vater von Johann und Josef Schrammel, ein Schrammelklangfestival, wo die gesamte Wiener Musikszene, die Wienerlied-Szene vertreten ist jedes Jahr, 3 Tage lang, immer das erste Wochenende nach Schulschluss, Freitag, Samstag, Sonntag, das Woodstock der Schrammelmusik im nördlichen Waldviertel. Herzlichen Dank an Zeno Stanek, den Intendanten, dafür, dass er das seit über 12 Jahren macht. Ganz, ganz großartig. Der Bogen gespannt wird von ganz traditioneller, klassischer Schrammelmusik über das Wienerlied, über Backeln, sprich über Natursänger, bis hin zu modernen Klängen. Ganz toll. Unbedingt anschauen. Und solltet ihr Lust auf Wienerlieder, Wiener Musik abseits des Schrammelklangfestivals haben, geht einfach auf unsere Homepage www.16erburm.at und tragt sich dort in den Newsletter ein, wird so einmal im Monat, zweimal im Monat ein Newsletter verschickt mit oft einem Text dazu, eine kleine Geschichte dazu, historischer Natur, aktueller Natur. Ich freue mich riesig auf ein Wiedersehen bei einem der Konzerte der 16er Burm. Wird zum Goldner Kranzl, tanzt man modernen Tanzl, das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Da ist im siebten Himmel, tanzt man den neuen Schimmel, der ist, was ist kein Pflanz, was soll denn tanzen?